Liebe Zuschauerinnen und lieber Zuschauer, herzlich willkommen bei Wunder heute. Medizinische Diagnose PCO, was so viel bedeutet, dass es beim Kinderwunsch schwierig werden könnte, falls überhaupt möglich. Keine gute Nachricht für eine Frau, die sich sehnlichst ein Kind wünscht. Aber, und das ist die gute Nachricht, in der Bibel lesen wir, dass für Gott nichts unmöglich ist. Anders formuliert, wir auch heute mit Wundern rechnen dürfen. Bei uns zu Gast ist Rainer Zöllig aus Boppelsen, aus dem Kanton Zürich. Herzlich willkommen. Danke, Andreas. Ich freue mich, dass du dich überhaupt zur Verfügung stellst für dieses Interview. Natürlich, gerne. Und ich kann mir vorstellen, es ist ja so, wenn man so den Kinderwunsch hat und dann so eine Diagnose bekommt, PCO, dann ist man zuerst einmal ein bisschen schockiert. Ist das so? War das auch bei dir so? Es war ganz furchtbar. Es war unvorstellbar, weil man denkt sich, damals, zum damaligen Zeitpunkt war ich knapp 26 Jahre alt, das kann nicht sein, das passiert jedem, nur mir nicht. Weil ich bin noch so jung, das ist einfach nicht möglich. Das war auch der Grund, weswegen wir dann mehrere Diagnosen erstellen ließen von verschiedenen Ärzten und auch Spitälern. Ja. Ganz kurz mal überhaupt PCO, wie kann man das ein bisschen genauer umschreiben, dass sich das jemand vorstellen kann? Und wir müssen ja nicht jetzt auf jede medizinische, auf jedes Detail eingehen, aber ganz grundsätzlich. Gut, also das handelt sich eigentlich um eine hormonbedingte Unfruchtbarkeit, die dadurch festgestellt werden kann, weil es handelt sich natürlich auch um verschiedene Stufen, bei PCO um verschiedene Stufen von der Unfruchtbarkeit oder Unmöglichkeit, dass man keine Kinder bekommen kann. Ganz schwere und ganz schwache Fälle gibt es da und ich war eher ein Schwerfall. Kann man gut erkennen am Ultraschallbild, wenn man die Eierstöcke ansieht und dann sich kein Ei ausbilden lässt, sondern alle gleich groß sind und am Rand kleben bleiben, quasi ist das ganz klar ein Zeichen. Und dann handelt es sich eben um die Hormone, die das FSH und LH, die, das sind zwei Hormone, eines bildet die Eier aus und eines ist für den Eisprung zuständig. Und wenn dieses Verhältnis nicht stimmt, dann ist es unmöglich, einen Eisprung zu haben oder auch einen Zyklus hervorzurufen. Das war bei mir der Fall. Mhm. Oder sagen wir mal, ist der Fall. Und bei dir war es eigentlich eine starke, kann man sagen, PCO. Ja. Sehr stark. Mhm. Also es war, ich habe nie einen Zyklus gehabt in dem Sinne. Ich habe auch jetzt, eigentlich nach der Geburt meines Kindes, keinen richtigen Zyklus. Klar, es kann sich dann rauswachsen oder sagen wir auch, dass es sich dann durch die Geburt wie anregen lässt. Aber ich hatte nie einen bis 20. Und danach mit der Pille kann man das auslösen. Aber das hat dann nichts mit dem Eisprung zu tun. Sobald man sie absetzt, wird das wieder weggehen. Wir sind ja medizinisch eigentlich sehr weit und an dieser Stelle, das wollen wir auch ganz klar sagen, wir sind absolut nicht gegen die Medizin. Wir freuen uns über die Ärzte, über gute medizinische Versorgung, die wir ja ganz besonders auch bei uns hier im Westen haben dürfen. Also biblischer Glaube und Medizin schließt sich ja keineswegs aus. Nee, überhaupt nicht. Nein, es war auch der erste Weg, den wir eingegangen sind. Das ist angeschlagen haben, das ist ja auch klar, weil die Medizin ist das, worauf wir uns als erstes berufen. Wir beten mit der Pille, wir beten mit den Medikamenten, die wir nehmen können. Und dann kann es einfach sein, dass Gott uns vielleicht herausfordert, einen anderen Weg einzuschlagen, weil er einen anderen gewählt hat für diesen Fall. Mhm. Und das war bei uns so. Genau, das war ja dann auch bei euch oder bei dir dann auch speziell der Fall. Du hast begonnen mit der Hormonbehandlung und dann irgendwie, erzähl uns, das hat dann nicht hingehauen oder es wurde dir schlecht, du hast es ganz schlecht vertragen und im Vorgespräch habe ich das ein bisschen mitbekommen. Ja. Ich konnte mir das gar nicht vorstellen, dass das so starke Nebenwirkungen hat, also das ist eine ganz schöne Tortur. Doch, das ist es schon so. Also bei mir war es ja so, dass ich 2 Jahre keine Periode hatte nach dem Absetzen der Pille. Und dadurch wurden wir erst aufmerksam, dass etwas nicht stimmen könnte. Und als wir dann die verschiedenen Ärzte abgeklappert haben und dann auch schlussendlich im Spital Baden gelandet sind, das ist ein Spital, der ist spezialisiert für Kinderwunsch und Frauen, die keine Kinder haben können, dann haben sie uns diese Hormonbehandlung nahegelegt. Ich war in einem Alter, da man noch vieles machen kann, ab 30 wird es immer schwieriger und sie sagten mir einfach, ich soll da schnellstmöglich einsteigen. Und jetzt war das Problem, dass ich das ja schon bei der Pille, bei der normalen Pille, habe ich die Hormonbehandlung an für sich nicht vertragen, weil mein Körper dagegen ansprach. Und jetzt habe ich diese Hormonbehandlung gestartet und die hat sich dann sehr stark ausgewirkt, sowohl auf den Magen, auf Kopfschmerzen, man sieht aschfahl aus. Ich hatte körperliche Schmerzen, Krämpfe. Man muss es teils auch vaginal einnehmen, die gewissen Pillen. Und so hatte ich Wehen, teils nächtelang. Und es war nicht zu ertragen. Ich konnte das nicht weiterziehen. Und so habe ich dann auch Schritt für Schritt das Ganze zurückgeschraubt. Und ich wusste einfach, dass dann der Punkt kommt, wo ich die letzte Pille absetzen muss.
und wo man sich einfach fragen muss, ja, wie geht denn das weiter? Kann ich das denn nochmals beginnen? Weil es ist ein Aufbau. Und ich war noch nicht mal da, dass überhaupt ein Ei sich jetzt ausbilden würde. Und zu diesem Zeitpunkt stand ich in meinem Badezimmer vor dem Spiegel und ich hatte die letzte Schachtelpille, diese eine, die ich dann an diesem Tag zu diesem Zeitpunkt nehmen musste, vor mir. Und ich hatte so das Gefühl in meinem Herzen, dass Gott einen neuen Weg einschlagen möchte mit uns. Aber dieses Gefühl ist dann doch nur ein Gefühl, wenn man sich sagt, ich breche alles ab und ich vertrage es vielleicht auch nicht mehr, wenn ich das wieder starten müsste. Und da habe ich zu meinem Spiegelbild, aber auch zu Gott gesagt, wenn du wirklich Wunder tust, wenn du das wirklich einschlagen willst, diesen Weg mit uns, dann bist du verantwortlich, dann übergebe ich es dir ganz. Und ich habe diese eine Pille damals dann nicht mehr genommen. Und ich wusste, jetzt gehe ich in den Status quo zurück. Und ich übergebe mich so mit meinem nicht fruchtbaren Körper Gott. Mhm. Und jetzt muss er ein Wunder tun. Wie hast du dich damals gefühlt? Ich meine, du hast dort in den Spiegel geschaut. Das war wie eine Vereinbarung, die du getroffen hast mit Gott, ja, und gesagt hast, ich weiß nicht, Jesus oder wie du das dann gesagt hast, klar, ich vertraue dir jetzt. Und was ging da nachher ab? Hattest du dann die Gewissheit, dass du wusstest, jetzt ist es tatsächlich so? Konntest du diesem Gott so vertrauen? Ja, das ist so eine an für sich lustige Geschichte, weil ich denke, für den Glauben habe ich mich entschieden, schon als ich diese Pillen nahm, diese Hormonbehandlung startete. Ich wusste, Gott ist nichts unmöglich. Er kann durch unsere Medizin große Wunder vollbringen und das tut er täglich. Und dann in diesem Moment musste ich mich entscheiden für einen, sagen wir, neuen Gott. Es gab für mich einen neuen Jesus. Ist er wirklich derselbe wie damals bei Mose, als dieser nur einen Stock hatte und nichts anderes, um das Meer zu teilen? Also er hatte nur seinen Gott. Und damals, in dem Zeitpunkt, in diesem Moment, musste ich mich entscheiden, dass Gott Größeres tun kann und es heute tut und es heute bei mir tut. Genauso wie er es damals getan hat, als ich mir oft denke oder vorstellen kann. Und dann war es interessant, dass Gott mir eine Gewissheit in mein Herz gab, die ich nie zuvor so hatte. Es war eine Gewissheit, dass das geschieht, was er entschieden hat, was er uns schenken möchte, die mir niemand nehmen konnte. Es war in mein Herz geschrieben und ich habe nichts dafür getan. Ich habe mich zwar dafür entschieden, dass ich tue, was Gott möchte oder mich auf seinen Weg einlasse, aber der Glaube dafür, der hat er mir geschenkt. Das heißt, du hast wirklich eine Gewissheit in dir drin gehabt, in deinem Herz, dass du wusstest, es ist tatsächlich so. Ja. War das schon so, dass du wusstest, ich werde schwanger werden? Nein, gar nicht. Nein, ich wusste nur, dass ich mich darauf einlasse, was er für einen Weg bereithält. Ich wusste nicht, wann, wie, ob ich Kinder haben werde, ob ich eigene Kinder haben werde, sprich schwanger werden würde, das wusste ich nicht. Ab diesem Zeitpunkt dann fuhr ich auch teils durch die Stadt und habe mir die Schulhäuser angesehen und wie die Kinder rausrannten, alle Nationalitäten, alle Altersgruppen. Und in meinem Herz fing sich an, etwas zu verändern. Ich fing an, diese Kinder als meine eigenen zu sehen. Ich fing an, eine Liebe zu entwickeln für irgendein tamilisches Mädchen, das ich vielleicht zuvor nie so haben konnte oder nie so hatte. Es war unglaublich. Ich konnte mir eine Adoption vorstellen, weil ich dachte, Gott hat uns als Ehepaar die Möglichkeit gegeben, eine Familie zu gründen. Sei es unsere eigene als schwanger werden und Kinder zur Welt kriegen oder dass wir Kinder eine Möglichkeit geben, ein Heim zu haben. Und es war für mich nicht mehr wichtig. Ich habe so losgelassen. Ich wusste, es ist nicht die Definition darüber, wer ich bin, als ich als Frau, als Ehefrau, als Mutter. Die Mutter bin ich durch die Entscheidung dafür, dass dieses Kind mein Kind ist, egal welches das es ist. Es hat mir eine unglaubliche Freiheit gegeben. Toll, finde ich ganz toll, wie du es formulierst und auch sagst. Das ist eine Entscheidung. Ich finde das ganz fantastisch. Ja, auch Ja zu sagen zur Mutterschaft, ja, ganz toll. Du hast dann noch Kontakt gehabt mit einem Ehepaar. Genau. Und da hast du ja ein ganz spezielles Erlebnis gemacht. Berichte uns davon. Genau. Die Geschichte ging dann eigentlich so weiter, dass meine Schwester an einem Evangelisationswochenende war und da eine Frau kennenlernte, die mit ihrem Mann zusammen einfach auf dem Herzen hat, wenn Leute keine Kinder bekommen können oder Angst haben vor ihren Geburten. Und sie hat sofort mit dieser Frau Kontakt aufgenommen, gesprochen, weil sie ja wusste von meinem Fall. Und dann hat sie mir auch gesagt, ich soll mich doch bei ihr melden. Und ich war gleich ein bisschen skeptisch und dachte, oh je, das wird wieder ganz was Komisches. Da wird in der Vergangenheit gewühlt und vielleicht gesagt, du hast dieses und jenes falsch gemacht und irgendwie die Beziehung zu deinen Eltern ist komisch oder was weiß ich.
Ich war ein bisschen vorbelastet und dachte, ja, das, ich habe wieder irgendwas falsch gemacht in der Vergangenheit, darum bin ich unfruchtbar. Und ich habe ihr dann so ein bisschen ein zurückhaltendes Mail geschrieben, dass meine Schwester sie getroffen habe und vielleicht könne sie für mich beten und so. Und sie schrieb mir zurück, Gott liebt dich, du wirst gesund, Halleluja, ich freue mich für dich. Und ich dachte, das kann ja nicht sein. Das hat mir eine ganz neue Tür geöffnet. Gott liebt mich. Das Punkt. Und dann habe ich mich bei ihr gemeldet. Wir haben lange telefoniert. Sie hat mich total überwältigt, weil sie ein Sonnenschein war. Aber am Telefon ist sie natürlich nach wie vor. Und dann am Schluss von unserem Gespräch haben wir zusammen gebetet. Und dann sagte sie zu mir, leg deine Hand auf den Bauch und sprich aus, was du weißt. Nämlich, du bist gesund. Gott hat dich gesund geschaffen. Sprich es aus und sprich es aus, sprich es aus. Ich musste es etwa 3-4 Mal sagen, bis sie gespürt hat und ich auch, dass es wirklich so ist in meinem Kopf. Weil der Weg vom Kopf ins Herz ist manchmal so lang. Und danach sagte sie zu mir, geh zu jenen Leuten, denen du vertraust, von denen du weißt, dass es ihnen gut tut und erzähl ihnen, dass du gesund bist. Nicht jedem, aber jenen, denen es gut tut. Das war auch interessant für mich, das habe ich so nicht gekannt und ich habe dann dieses Gefühl zuerst noch ein bisschen mit mir, man sagt im Deutschen, schwanger geführt so und dann habe ich mich aber zusammengesetzt mit einer Freundin, das war dann im Juni 2006 und habe ihr gesagt, weißt du was, ich bin gesund, ich werde schwanger und sie hat mich mit großen Augen konsterniert angesehen und dachte, die ist nicht ganz dicht. Weil sie wusste, sie kannte meine Geschichte bereits. Und sie hat mir dann aber einfach geglaubt, weil ich gesagt habe, Gott hat mich gesund gemacht, Punkt. Sie hat mir geglaubt. Das hat mir so gut getan, weil es mich gestärkt hat. Und dann daraufhin gingen wir an ein Wochenende zusammen mit diesem Ehepaar. Sie waren die Redner, sie haben dann auch mit uns gebetet. Es ging da um die Bibelverse, wo Gott verspricht, dass er heilt, die Kraft schenkt durch sein Wort, dass wir uns darauf verlassen dürfen, was er zusagt. Und wir haben diese Worte aufgesaugt, mein Mann und ich. Wir nahmen es einfach mit uns, weil wir wussten, diesem Gott glauben wir. Und am Ende des Tages, wir haben dann zusammen gebetet, hatten sie einen Eindruck für uns. Und sie sagte mir damals, innerhalb von einem Jahr wirst du dein Baby auf dem Arm halten. Und ich habe so geweint. Und mein Mann auch. Und er weinte ja nicht wirklich so in der Öffentlichkeit. Und es war so schön, weil wir wussten, dass sie recht haben. Sie haben das bestätigt, was Gott uns bereits ins Herz gelegt hat. Danach haben sie noch ein zweites Bild für uns gehabt, dass ich zwei Kinder an der Hand halten werde und beide werden meine sein. Und das war so schön, weil wir wünschten uns schon nicht unbedingt ein Einzelkind, sondern eine Großfamilie, also mindestens zwei oder mehr Kinder. Wir gingen nach Hause mit dieser Gewissheit, dass Gott sein Wunder vollbringen wird. Und eine Woche später war ich schwanger. Das ist absolut gewaltig, Seraina. Das ist gewaltig. Ja, das war für uns auch ein Schock und plötzlich wurde wahr, was wir so lange auch bewahrt haben. Es wurde plötzlich wahr. Und als ich mich dann bei meiner Frauenärztin gemeldet habe, wurde es noch viel spannender. Sie hat dann einen Ultraschall gemacht und da schaute sie die Eierstöcke an als erstes. Und dann sagte sie, die sind unfruchtbar und hier in der Mitte schlägt das Herz. Es ist ein Wunder. Und sie war sprachlos in dem Moment, weil es gibt für diese starke Art von PCO so medizinisch praktisch keine Chance. Obwohl man es natürlich versuchen sollte, aber... Ja. Ich denke, das ist so gewaltig, das zu sehen. Aber wahrscheinlich wart ihr so überrascht tatsächlich. Ihr habt es geglaubt. Ihr habt das Wort Gottes gelesen, auch studiert. Ja, ja. Aber als es dann Realität, wirklich, ich bin schwanger. Es ist tatsächlich so. Ich denke, das ist nochmal wie eine Stufe mehr. Das ist wirklich, wirklich und wahrhaftig unglaublich. Man merkt plötzlich, dass diesen starken Glauben, den man bekommen hat zuvor, doch nichts ist. Im Vergleich zu dem, wenn es wirklich passiert. Wir Menschen sind so sehr darauf fixiert, dass wir mit den Augen sehen müssen und mit den Händen fühlen, damit wir dann wirklich nochmals in eine andere Stufe des Glaubens kommen. Das ist wirklich für uns ein bewegender Moment war. Ich habe, die Szene war noch lustig. Ich hatte das Gefühl, ich sollte den Test machen. Ich habe ihn gemacht. Es war morgens an einem Sonntag. Und habe den Test gesehen, beide Striche, wie es sein sollte. Ich habe so für mich gekichert. Es war komisch. Und dann ging ich zu meinem Mann.
habe ihn geweckt und hielt ihm nur den Stab vors Gesicht. Und er hat ihn angeschaut. Ein Mann weiß manchmal nicht, was müsste da jetzt sein, aber er dachte, wenn ich einen bringe, dann wird er sie wahrscheinlich schon eine Aussage haben und ich wahrscheinlich schwanger sein. Er war so baff und ich war irgendwie so überwältigt. Ich finde das gewaltig. Das ist ja wirklich ein riesengroßes Geschenk, das Gott euch gemacht hat. Ja. Ja. Ihr habt jetzt einen Sohn? Genau. Er ist jetzt wie alt? 21 Monate. Mhm. Er ist am 10. August 2007 dann zur Welt gekommen. Ja. Und du hattest erwähnt, diese Frau hatte ja ein Bild bekommen, sie sah zwei Kinder. Genau. Und du bist mit dem zweiten Kind schwanger. Ja, mittlerweile bin ich im vierten Monat mit dem zweiten Baby. Und das ist auch so wunderschön für uns, weil es kam so der Zeitpunkt, ich wusste ja, wir bekommen ein zweites Kind. Und ich wusste ja mittlerweile, obwohl mir das immer wieder schwerfällt, dass ich mich auf Gottes Wort verlassen darf. Und da habe ich ihm vorgehalten, also ich hätte dann gerne 2 Jahre Abstand und so und habe angefangen zu rechnen. Und da ich ja keinen Zyklus habe, kann man ja nie sagen, wann man schwanger werden könnte. Es wurde alles ein bisschen stressig für mich und vor allem für meinen Mann. Und dann circa vor einem halben Jahr habe ich so zu Gott gesagt, weißt du was, du hast es versprochen. Es ist dein Business. Sollte es nicht geschehen, ist das höchstens peinlich für dich, aber nicht für mich, denn du hast es versprochen. Und dann habe ich mir gesagt, und auch ihm vor allem, ich lasse das Ganze los. Wenn mein Sohn 5 ist und ich bekomme das zweite, super. Ist er 10, ist er 20, ist er 3, wen interessiert's? Es ist so egal, denn es ist dein zweites Kind. Und du weißt ganz genau, wenn der richtige Zeitpunkt gekommen ist. Dann sind wir bereit, dann ist er bereit, die Familie stimmt. Und darum übergebe ich es dir. Und dann habe ich Jesus einfach vertraut, weil ich einfach wusste, es ist sowieso nicht in meiner Hand. Und circa 2, 3 Monate später bin ich schwanger geworden. Großartig. Das ist wunderschön, ja. Was empfiehlst du jetzt Zuschauern und Zuschauerinnen, die sich das anschauen und sagen, ich habe diesen Kinderwunsch auch, ich habe den so stark und ich habe alle möglichen Dinge ausprobiert und es hat bei mir einfach noch nicht funktioniert. Fehlt es an meinem starken Glauben? Ja. Was würdest du ihnen sagen jetzt? Du hast diese Erfahrung machen dürfen, wir haben vieles jetzt schon gehört im Interview. Was könnte so ein erster Schritt sein? Ja, für mich war der erste Schritt, dass ich mich mit Jesus zusammengesetzt habe, zusammengestellt vor dem Badezimmerspiegel und mich prüfen musste, was ist denn das, was er sich wünscht. Es ist nicht immer unser Wunsch. Aber wenn wir uns anfangen, damit auseinanderzusetzen, was wünscht er sich, dann dürfen wir das herausfinden. Und wenn wir dafür beten, dann wird er es ja auch tun. Und ich habe ja damals lange gebetet, auch während dieser Hormonbehandlungen. Und es hätte durchaus sein können, dass er durch diese Hormonbehandlung uns das Kind schenken wollte. Dann wäre es nicht minder ein Wunder gewesen, sondern seine Entscheidung. Und darum denke ich, seine Stimme ist sehr leise. Und manchmal müssen wir einfach versuchen, all unsere Wünsche und unsere Gedanken auszuschalten, um wirklich zu hören, was wir oft nicht hören wollen. Und dann sagt er uns schon, was sein Wunsch ist. Und wenn es sein Wunsch ist, ein Wunder zu tun, ohne eine Hormonbehandlung, dann sollte man absetzen. Aber dafür muss man sich auf den Gott verlassen, dass er wirklich das Wunder tut. Und wenn man das tut, dann geht man aufs Wasser. Aber vielleicht ist es der härtere Grund als das morsche Brett, an das man sich klammert. Mhm. Manchmal muss man es loslassen. Ja. Und was man dann erlebt, das ist unglaublich. Was ich empfunden habe, als Gott mir den Glauben danach geschenkt hat, nach diesem Schritt, das ist unbeschreiblich. Und da habe ich nichts für getan. Ich habe nicht die ganze Nacht gebetet und die Bibel auswendig gelernt. Ich bin nirgendwohin gepilgert. Es war ein Geschenk. Ich habe dann in diesem Moment begriffen, dass es eine Gabe ist des Glaubens. Und die wird gegeben. Das hat er getan, als ich mich dafür entschieden habe, dass ich das machen möchte, was er sich wünscht. Vielen herzlichen Dank, Seraina. Vielen Dank, dass ich kommen durfte. Und ich denke auch, geschätzte Zuschauerinnen, geschätzte Zuschauer, was mir ganz besonders auch jetzt so richtig tief ins Herz rein ist, es ist keine Leistung. Es ist nicht unser Verdienst, sondern es ist ein Geschenk. Und das wünschen wir Ihnen von ganzem Herzen vor allen Dingen, dass Sie sich mit dieser Liebe von Gott, mit dieser Liebe von Jesus Christus ganz persönlich beschenken lassen. Vielleicht ist es das erste Mal, dass Sie jetzt auch gehört haben, dass es möglich ist, eine persönliche Beziehung zu haben zu diesem Gott. Ganz persönlich. So wie wir jetzt miteinander gesprochen haben im Interview, dass man so mit Jesus Christus sprechen kann, dass man sich anvertrauen kann, dass man über seine Nöte fragen kann, über alles mit ihm reden kann.
und lassen Sie sich von seiner Liebe beschenken. Und wir freuen uns, auch mit diesem Beitrag zur Ehre Gottes einfach sagen zu dürfen, Wunder sind tatsächlich möglich, auch in unserer heutigen Zeit, weil sich Jesus Christus nicht verändert hat. Das steht in der Bibel. Und darauf vertrauen wir, setzen auch Sie Ihr Vertrauen auf diesen Gott der Bibel. Und wir freuen uns natürlich, wenn Sie bald mal wieder bei uns vorbeischauen. Gott segne Sie.